Normalerweise denkt man beim Genre Cartoon meist an bunte, für Kinder geeignete Filme und Serien. Doch oft sind Cartoons alles andere als familienfreundlich. Wir haben uns mal umgesehen und haben daher heute für euch 5 Filme, die Eltern für kinderfreundlich hielten und komplett daneben lagen. Los geht's! Fangen wir an mit der Nummer 5, Monster House. Jeder kennt sie aus seiner Kindheit, die bösen Nachbarn, die einem jedes lautstarke Spiel missgönnen, deren Rasenmann unter Todesgefahr betreten kann und die in ihrem finsteren Gemäuern wahrscheinlich kleine Kinder verspeisen. Ein solcher Nachbar oder vielmehr ein solches Haus steht im Mittelpunkt von Monster House. Ursprünglich war Monster House als normaler Spielfilm mit realen Schauspielern geplant gewesen, doch das gefräßige Haus, das im Verlauf des Films noch große Beweglichkeit an den Tag legt, verunmöglichte dieses Vorhaben. Monster House war für mich damals einfach ein Horrorfilm für Kinder. Der Film hebt immer wieder hervor, wie böse Erwachsene sind und hatte auch einige ziemlich harte Szenen und einige Jumpscares, die selbst die Eltern im Kino zusammenzucken ließ. Und weiter geht's mit der Nummer 4. Corpse Bride, besser bekannt als Hochzeit mit einer Leiche. Bleiben wir gleich bei Gruselfilmen. Bei diesem Film handelt es sich wieder mal um ein visuelles Meisterwerk. Der Film erzählt von wahrer Liebe, Trauer sowie die rührende Geschichte von Victor. Dieser wird von seinen Eltern mit einer Victoria verheiratet, weil diese denken, dass die Braut reich sei. Witzigerweise denkt die Familie von Victoria über Victor das gleiche. Jedoch stellt sich heraus, dass beide Familien arm sind. Aber kommen wir zu dem Eigentlichen. Als Victor in einen Wald geht und sein Gelübde an einer Leiche übt, passiert etwas unglaublich Gruseliges. Der Finger, an dem er den Ring steckte, gehörte zu einer toten Braut, die durch Victor wieder zum Leben erweckt. Die Szene ihrer Auferstehung war einfach so gruselig, dass ich damals mit meinen kleinen Geschwistern den Saal verlassen musste. Machen wir weiter mit der Nummer 3. Der fantastische Mr. Fox. Mr. Fox ist ein skurril herrlicher Film. Die Charakter sind perfekt ausgearbeitet und die visuellen Effekte einfach nur unglaublich. Doch kommen wir zu dem eher weniger familienfreundlichen. Der Humor im Film selbst ist an manchen Stellen nicht so kinderfreundlich. Doch das nicht genug. Im Film wird geraucht, getrunken, getötet und geschimpft, dass sich die Balken biegen. Zwar ein super Film, jedoch nicht für Kinder, die schnell mal das ein oder andere Wort nachplappern. Weiter geht's mit der Nummer 2, Coraline. Oh ja, der gruselige Film mit der Parallelwelt, in dem die Eltern Knöpfe anstelle von Augen haben und so wahnsinnig gruselig sind. Nicht nur, dass der Animationsstil zwar wunderschön, dafür sehr düster und speziell ist, nein, die ein oder andere Handlung im Film könnte dafür gesorgt haben, dass Kinder sich die nächsten 2 Wochen instinktiv von ihren Eltern ferngehalten haben. Und zu guter Letzt die Nummer 1, Sausage Party. Dieser Film hat für den ein oder anderen fassungslosen Blick gesorgt. Wenn man sich den Trailer angesehen hat, dann ging man davon aus, dass es sich dabei um einen kinderfreundlichen Film handelt, in dem Lebensmittel zum Leben erweckt wurden. Aber falsch gedacht. Der Film handelt vom Leben von allen möglichen Supermarktartikeln. Darin wird so ziemlich alles und jeder auf die Schippe genommen. Religion, Politik und die damaligen Geschehnisse in der Welt haben den ein oder anderen Seitenhieb einstecken müssen. Doch das, was dafür sorgte, dass bei den Eltern die Alarmglocken losgingen, waren wohl die sexuellen Anspielungen und Handlungen. Klar, eine Lebensmittel-Gangbang-Party sollte kein Kind sehen, aber sehen wir es mal so. Welches Kind kommt aus einem Film und ist so aufgeklärt im Thema Sexualkunde? Ja Leute, da sind wir schon wieder am Ende. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst wie immer einen Daumen nach oben da. Was ist euer Lieblingsfilm? Gerne in die Kommentare damit. Ansonsten war's das für heute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, ciao!